Ich grüße euch, meine lieben Zuschauer. Alex hier. Freunde, folgende Situation. Sehr spannendes Thema. Es geht diesmal nicht um Laura, aber um etwas anderes Spannendes. Ein guter Freund, der Christian, Grüße gehen raus an der Stelle, ist an mich mit der Schaltung hier herangetreten. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, was willst du mit der jetzt? Und dann sagt er so, ja, die ist von meinem Boot. Der hat dann so ein kleines Elektroboot, so ein Fischerboot, können ein paar Leute drauf sitzen. Und da ist so ein Motor, den klappt man so rein mit so einem Propeller drauf. Und er hat halt gesagt, die Schaltung ist von meinem Boot und jedes Mal im Sommer brennt mir die durch. Das ist jetzt schon die dritte, die er hier nachbestellt hat. Die kostet jedes Mal 200 Euro und ja, er weiß zwar nicht, was da ist, aber jedenfalls ist die immer defekt nach einer gewissen Zeit. Und ob ich hier nicht etwas Besseres entwickeln kann. Und dann habe ich mir gedacht, Challenge accepted. Und dann habe ich mir auch gedacht, das könnte ich euch hier auf YouTube mal zeigen, meinen Zuschauern. Das ist sicher für euch auch ein interessantes Thema. Jetzt ist es aber so, diese Motoren, die brauchen ja 40, 50 Ampere bei 24 Volt, also die haben schon ordentlich Dampf. Und mit der Schaltung, die ich euch jetzt hier zeige, geht das noch nicht. Und da sind andere Transistoren, die dann verbaut sind. Da sind hier 4 N-Kanal-MOSFETs verbaut. Mit denen hat man dann die Möglichkeit, dass man hier richtig Dampf geben kann. Und in der Schaltung, die ich euch jetzt zeige, da sind 2 B-Kanal und 2 N-Kanal-MOSFETs. Übrigens, wer mit MOSFETs noch nicht so viel Erfahrung hat, ich kann euch nur mein Video dazu empfehlen. Ich habe ein sehr langes, ausführliches Video über das Thema MOSFETs gedreht. Da geht es mal so um die Grundlagen. Kann ich euch nur empfehlen. Auf jeden Fall bei der Schaltung ist es so, die ist vom Aufbau her relativ leicht und da wird sich auch der Modellbauer sehr erfreuen, denn das ist so eine Schaltung, wo ich sage, ja 5 Ampere, 10 Ampere, auch 15 Ampere, wenn man es gut dimensioniert, das geht. Aber viel mehr ist da nicht drin, weil die B-Kanal-MOSFETs in der Leistung einfach beschränkt sind. Und die richtigen High-Power-Endstufen, die was wirklich so richtig 100 Ampere und noch mehr schalten können, die haben alle N-Kanal-MOSFETs verbaut. Und mit diesen 4 N-Kanal-MOSFETs, das ist ein bisschen schwieriger, das Ganze anzusteuern. Jedenfalls, in der Schaltung jetzt, da geht es eben um diese besagte H-Brücke, um diesen 4-Quadranten-Betrieb. Und wir können hier einen Gleichstrommotor vorwärts laufen lassen, rückwärts laufen lassen und wir können in beiden Richtungen die Drehzahl steuern mittels Pulsweitenmodulation. Also auch das ist möglich. In dem Video jetzt, ich zeige euch wieder den Schaltplan. Es gibt ein paar Beispiele, also wir machen hier ein paar Messungen, wir schauen uns das hier Schritt für Schritt an und es gibt auch noch ein kleines anderes Experiment, ein sehr hochspannendes, nein, eigentlich ein niederspannendes Experiment, das zeige ich euch auch noch so nebenbei. Und ja, das ist so Thema, also diese H-Brücke, der 4-Quadranten-Betrieb und danach reden wir noch, was können wir verbessern und was sollten wir nicht tun und so. Das ist Thema, viel Spaß! Bevor wir uns jetzt gleich in die ganzen Schaltpläne reinstürzen, möchte ich euch hier noch einmal das Prinzip des 4-Quadranten-Betriebs oder auch der H-Brücke zeigen. Wir haben hier oben 12 Volt plus, wir haben hier die Masse als unseren Minuspol. Und jetzt schließe ich hier einmal den ersten Schalter. Was passiert jetzt hier? Die 12 Volt fließen hier mal drüber durch den Schalter und stehen jetzt hier am Motor an. Und jetzt auf der gegenüberliegenden Seite schließe ich auch einen Schalter. Und jetzt kommt hier die Masse, das heißt, auf dieser Seite liegt jetzt die Masse an, hier liegen die 12 Volt an. Und jetzt dreht der Motor von mir aus in diese Richtung. Jetzt gehe ich her und hebe diese 2 Schalter wieder auf. Und schließe die 2. Das heißt einmal den hier und einmal den hier. Jetzt fließen die 12 Volt über diesen Schalter zum Motor. Das heißt, hier liegt jetzt Plus an. Und hier die Masse fließt über diesen Schalter zum Motor und hier liegt Minus an. Und plötzlich dreht der Gleichstrommotor um. Das heißt, wir haben diese Drehrichtung hier. Und diese Schalter sind unsere MOSFETs in späterer Folge und die werden dann den Motor entsprechend durchschalten. Aber so mal zum Grundprinzip des 4-Quadranten-Betriebs bzw. der H-Brücke. Ich habe für dieses Video auch wieder eine Schaltung vorbereitet. Ich wollte das Ganze eigentlich zuerst auf einem Steckbett aufbauen, habe das auch gemacht, aber da haben wir immer irgendwo Kontaktprobleme und beim Messen kommen wir nicht dazu und so. Deswegen habe ich hier wieder eine Lochrasterplatine gelötet.
Wir haben hier den Arduino, wir haben hier unsere vier MOSFETs, wir haben hier noch zwei NPN-Transistoren und ein paar Widerstände. Das ist eigentlich der ganze Aufbau und mit dem gehe ich hier jetzt das Ganze durch und erkläre euch die Schaltung. Das ist der Schaltplan von unserer Versuchsplatine und den gehe ich jetzt mit euch einmal im Detail durch. Das heißt hier von diesem Aufbau, das ist hier der Schaltplan. Und wir haben hier einmal die Klemmleiste, wo wir vom Arduino die vier Pins bekommen, wo dann unsere einzelnen Transistoren hier durchgesteuert werden. Dann haben wir hier noch einmal die Masse zum Arduino und hier ist unser Gleichstrommotor. Das heißt, hier haben wir einmal Plus und hier Minus anliegen und wenn er umgekehrt laufen soll, wenn die anderen, also die Gegentransistoren geschaltet sind, dann haben wir hier Minus und hier Plus. Und ich gehe das jetzt hier mit euch einmal im Detail durch. Also wir sagen jetzt hier, wir wollen zum Beispiel die Vorwärtsrichtung vom Motor haben. Das heißt, wir wollen hier jetzt Plus haben und hier wollen wir Minus haben. Und ich gehe das mit euch durch. Wir haben hier einmal jetzt den ersten Transistor, den wir hier durchschalten. Das heißt, unser Arduino wechselt jetzt auf High. Die Spannung geht jetzt hier über den ersten Widerstand. Ich habe hier 330 Ohm gewählt. Das ist für mich ja, ein Kompromiss, wo ich sage, okay, das passt hier. Und das ist einfach nur einmal ein Strombegrenzer, damit auch hier für ein Arduino nichts passiert, wenn hier irgendwo ein Fehler entstehen würde. Ja, das heißt, es kann hier nicht viel Strom drüber fließen, aber es reicht, um den Transistor hier zu schalten. Der ist wiederum mit der Masse verbunden. Heißt jetzt in dem Fall, wenn hier die 5 Volt anliegen, schaltet der Transistor durch. Dann habe ich hier das gleiche noch einmal, auch wieder hier so ein Basisvorwiderstand. In dem Fall liegt der jetzt hier am Gate. Und jetzt ist hier der MOSFET 1, der Q1, das ist ein B-Kanal-MOSFET, ein ganz normaler B-Kanal-MOSFET, der mindestens 10 Volt braucht am Gate, damit er voll durchschaltet. Und in dem Fall passiert das jetzt, das heißt hier, ich zeige das jetzt grün, das ist unser Hauptstrom, das heißt hier, die Versorgung, die Plusversorgung wird jetzt hier einmal schon über den MOSFET durchgeschaltet und kommt hier einmal auf der ersten Klemme an. Und bei den MOSFET selbst ist ja so, was wir nie dürfen, wir dürfen nie irgendwie ein offenes Ende haben. Das heißt, wenn jetzt hier der Transistor abschaltet, dann kann es passieren, dass der hier hängen bleibt. Und damit das nicht passiert, gibt es hier einen 10 Kiloohm Widerstand, der sobald hier die Masse weg ist, hier die 12 Volt durchlässt. Und 10 Kiloohm, das ist jetzt so ein Kompromiss, wo ich sage, naja, theoretisch hätten wir ja jetzt hier einen Kurzschluss. Wäre ja auch so. Aber durch die 10 Kiloohm haben wir so eine hohe Strombegrenzung, dass hier nur ein minimaler Strom fließt zwischen Masse und dem Pluspol, dass wir das eigentlich vernachlässigen können. Aber sobald hier die Masse weg ist, kommen die 12 Volt hier voll durch und damit würde dieser Transistor oder dieser MOSFET hier wieder sperren. Und genau das wollen wir erreichen. Und somit haben wir es jetzt schon einmal geschafft, dass wir hier den Pluspol durchschalten. Und jetzt brauchen wir noch den Minuspol. Das heißt, wir müssen jetzt hier immer den gegenüberliegenden MOSFET durchschalten, in dem Fall unseren Q4. Und da würde das so aussehen, wir haben hier den Q4, der ist jetzt hier auf Pin 4 am Arduino angeschlossen. Und der geht dann hier weiter, das heißt, in dem Fall kommen unsere 5 Volt hier rein und gehen in diesen N-Kanal-MOSFET. Und jetzt werden einige sagen, ja, das darf man ja so eigentlich nicht machen, würde stimmen, weil wir haben ja jetzt hier nur 5 Volt anliegen. Hier haben wir einen Bezug zur Masse, das heißt, hier haben wir 12 Volt Gate-Spannung oder in dem Fall 12 Volt Potentialunterschied zu den plus 12 Volt. Und deswegen funktioniert das, weil wir brauchen 10 Volt Spannungsunterschied, damit dieser B-Kanal-MOSFET hier wirklich voll durchschaltet. Da haben wir jetzt nur 5 Volt. Normalerweise braucht der auch seine 10 Volt. Aber es gibt hier sogenannte Logic-Level-MOSFETs, die nennen sich dann IRL. Das wären ja so Standard-IRF-MOSFETs. Und dann gibt es auch hier N-Kanal-MOSFETs mit IRF. Die brauchen 10 Volt. Aber dann gibt es die IRL, das sind diese Logic-Level-MOSFETs, die speziell für so Mikrocontroller-Sachen gedacht sind, also für Mikrocontroller-Betrieb und da reichen 5 Volt oder gibt es auch welche mit 3,3 Volt, reichen dann hier aus am Gate, damit der wirklich hier voll durchschaltet. Und deswegen, ich habe auch hier so einen verbaut. Ich werde euch dann hier auch am Blog die ganzen Bauteillisten geben, dass ihr auch hier
die entsprechend nachbestellen könnt, wenn das wer nachbauen möchte. Und in dem Fall jetzt ist der hier durchgeschaltet, das heißt, unser Minuspol ist hier auch durchgeschaltet und der geht jetzt hier über den Q4 und der geht dann hier zur Masse. Und hier dasselbe Spiel mit dem 10 Kilo Ohmwiderstand wie oben, das heißt, sobald hier die 5 Volt weg sind, damit der nicht irgendwo in der Luft hängt, muss der hier sofort Masse bekommen. Auch hier hätte ich wieder diesen theoretisch kleinen Kurzschluss, aber durch die 10 Kilo Ohm haben wir so einen minimalen Strom, dass auch hier wieder nichts passiert. Heißt, sobald der Arduino von High auf Low wechselt, geht hier die Masse drüber und der ist garantiert wieder geschlossen. Und das ist ja das Wichtige, dass das immer bei den gegenüberliegenden MOSFETs hier passiert. Das heißt, die sind immer geschlossen, denn würde jetzt der hier offen sein und der schaltet durch, ja, dann haben wir einen vollen Kurzschluss und ja, das schwächste Glied in der Kette raucht dann auf. Entweder ist es dann eure Spannungsversorgung, die in die Knie geht, oder es ist hier schon direkt der MOSFET, der dann abraucht. Oder wenn ihr so gut seid, hoffentlich habt ihr eine Sicherung drin, dann wird es natürlich die treffen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber umgekehrt arbeiten, das heißt, dass wir hier den Motor jetzt zum Beispiel rückwärts laufen wollen, dann haben wir hier nicht Plus, sondern wir wollen hier Minus haben und hier wollen wir Plus haben. Jetzt sieht der ganze Kreislauf genau umgekehrt aus. Das heißt, als erstes sagen wir auch hier wieder, die sind jetzt weg, das heißt, die sind jetzt auf Low geschaltet und wir starten jetzt hier, ich mache das jetzt hier orange, das heißt, die anderen sind einfach ausgeschaltet. Und die Orangen, wir schauen hier einmal auf den N-Kanal, das heißt hier die Spannung geht jetzt hier wieder zu diesem MOSFET rein. Das heißt, das Gate ist aktiviert und der Hauptstrom fließt jetzt hier vom Ground einmal über diesen MOSFET hinauf und geht dann hier weiter. Und wir haben jetzt hier unseren Minuspol anliegen. Dann geht es weiter hier mit dem zweiten MOSFET, mit unserem Q3, das ist wieder der B-Kanal, das heißt, die Spannung geht hier mal weiter, geht dann wieder über diesen Widerstand, über den Transistor, der schaltet uns wiederum die Masse durch, die Masse geht dann hier weiter über diesen Widerstand, ist wieder ein Begrenzungswiderstand und geht dann hier ins Gate rein. Und somit schaltet auch hier dieser MOSFET wieder durch, das heißt, wir haben hier den Pluspol. Der wird hier durchgeschaltet, geht hier runter und geht dann hier rein. Und das wäre jetzt hier so die umgekehrte Reihenfolge. Und nicht zu vergessen, wenn die jetzt wieder ausgeschaltet wären, dann würde hier die Masse wieder drüber fließen. Das heißt, der schaltet ab. Und genauso ist es auch hier. Der bekommt die 12 Volt und schaltet somit auch ab. Das erste, was ich euch hier zeigen möchte, ist einmal der generelle Aufbau der Schaltung, die generelle Funktionsweise. Ich habe hier ein Labornetzteil, 12 Volt sind bereits eingespeist und der Arduino hat auch schon seine Software bekommen. Die Software ist jetzt hier drauf. Das Thema Software ist so einfach, das lasse ich diesmal. Ihr könnt das aber alles auf meinem Blog nachlesen, genauso wie ihr auch hier die ganze Stückliste und den Schaltplan und alles auch bekommt. Bekommt ihr auch hier die Software und die könnt ihr dann auf euer Board hochladen. Und jetzt ist es so, die Software macht nichts anderes als wie, wir schauen uns das auch in Detail dann an, der Transistor T1 oder der MOSFET, also Q1 wird einmal eingeschaltet, ganz normal, auf High und dann wird mittels BWM der gegenüberliegende MOSFET oder der diagonale MOSFET, der Q4, hier langsam hochgefahren, kurz auf 100% und geht dann vom BWM von 100% wieder zurück auf 0, schaltet aus und dann schaltet auch der aus. Dann wechselt die ganze Schaltung, das heißt, in dem Moment wird umgepolt. Das heißt, der hier schaltet wieder komplett durch und der fährt dann langsam mit BWM hoch auf 100% und fährt dann wieder zurück auf 0% und dann schaltet auch der wieder aus und das ganze Spiel beginnt wieder von vorne. Ich habe hier für euch einmal eine Lampe angeschlossen. Da sieht man das Ganze schön, wie die Lampe immer heller und dunkler wird. Jetzt ist sie aus, sie geht hoch und geht wieder hinunter. Was wir jetzt aber hier nicht sehen, ist natürlich die Polung, einen Motor, den schließe ich dann an, sobald wir hier die Freilaufdioden dabei haben. Und jetzt gebe ich trotzdem hier einmal das Messgerät drauf, damit man auch hier die Polung sieht. Und
Jetzt sehen wir hier, wir sind im negativen Bereich. Der geht hier ganz kurz auf die 12 Volt drauf, schaltet dann aber wieder zurück und geht jetzt im positiven Bereich. Das Minus ist weg, geht wieder auf 12 Volt hinauf, wieder zurück. Wobei die Voltanzahl, da stimmt ja nicht. BWM funktioniert ja anders. Aber trotzdem, das Messgerät misst das halt hier so, dass wir eine schöne Spannung sehen, also so eine Durchschnittsspannung, die sich momentan aus der Cycle Time ergibt. Aber okay, passt eigentlich hier zum Zeigen eh perfekt. Sehen wir dann am Oszilloskop. Auf jeden Fall, das ist mal der grundsätzliche Aufbau. Recht einfach und die Schaltung funktioniert schon. Als nächstes möchte ich euch hier mit dem Oszilloskop einmal zeigen. Wir messen einmal hier, was auf den T1 oder auf den Q1 rauskommt vom Arduino. Das heißt einmal das Signal, wo er nur den B-Kanal durchschaltet. Und dann, wir wissen ja hier, muss immer der diagonale MOSFET durchgeschaltet werden, das heißt der Q4. Das heißt, ich messe dann auf der Leitung hier noch einmal am Gate vom Q4. Und ich möchte euch hier einfach einmal am Oszilloskop zeigen, was dabei rauskommt. Wir sehen jetzt hier schön die Pulse auf einer Seite, wie er jetzt hier diesen High-Side-MOSFET immer durchschaltet und dann wieder abschaltet. Und jetzt haben wir aber das, die Lampe, die wird ja immer heller und dunkler. Das heißt, wir haben ja dazwischen noch eine Pulsweitenmodulation. Und die habe ich jetzt hier auf den N-Kanal-MOSFET. Das machen wir immer am N-Kanal-MOSFET, das BWM. Das schalte ich euch jetzt hier einfach einmal dazu. Und dann sieht man hier jetzt am Oszilloskop schön, dass er hier zuerst den T1 durchschaltet und dann mit dem T4 das BWM macht. Und hier, man sieht es jetzt nicht sonderlich gut, aber man sieht hier, dass die Pulsbreiten sich immer verändern. Das heißt, in der Mitte in etwa, da haben wir dann diese 50%. Und hier, wenn wir dann auf das Maximum gehen, da sind die Ausschaltzeiten kürzer und hier am Anfang sind die Einschaltzeiten kürzer. Und in der Mitte, da haben wir hier ungefähr die 50% dann, wo die Lampe dann halb stark leuchtet. So sieht das jetzt hier am Oszilloskop einmal aus. Das heißt, beides mal noch 5 Volt. Einmal die 5 Volt hier zum N-Kanal und einmal die 5 Volt hier, bevor der Transistor hier die Basis, also bevor die durchgeschaltet wird. Was aber jetzt hier viel interessanter ist, wie sieht denn jetzt hier das Signal an der Lampe aus? Und wir schließen das jetzt hier einfach mal um. Den zweiten Channel, den brauchen wir hier nicht. Den nehme ich jetzt hier einfach mal weg. Und mit dem ersten Kanal gehe ich dann hier auf die Lampe. Das heißt einmal hier und einmal von mir aus auf dieser Seite, da wo ich halt dazu komme. Und jetzt, wir sehen das am Oszilloskop schon, wir haben jetzt hier die 12 Volt, den Channel können wir hier wegschalten. Und jetzt sehen wir, wir sind jetzt hier im negativen Bereich, der macht hier die Pulsweitenmodulation, Lampe geht aus, jetzt schaltet er um, wir sind hier im positiven Bereich. Jetzt geht er wieder in den negativen, also wir sehen jetzt hier das Signal sehr schön, das ist diese Pulsbreite. Ja, und so steuert der hier halt die Lampe. Und jetzt wird es ja spannend, denn statt der Lampe, wir wollen ja einen Motor haben. Wenn wir jetzt hier den Motor anschließen, der würde jetzt schon vorwärts und rückwärts laufen, aber wir passen jetzt hier die Schaltung noch kurz an. Der Schaltplan wurde jetzt noch ein klein wenig erweitert und ich habe hier nochmal 4 Dioden, D1, D2, hier D3 und hier D4. Und das sind jetzt sogenannte Freilaufdioden, die hängen hier am Motor. Sicher ist sicher, das heißt, jetzt können wir hier auch unseren Motor anschließen. Der Grund ist einfach der, dass ja hier der Motor eine Spule ist und wir wissen ja bei induktiven Bauteilen, das ist immer so, dass wir da einen Rückstrom haben und dementsprechend baue ich auch hier immer eine Freilaufdiode ein. Die Freilaufdioden sind hier eingebaut, also hier, hier, hier und hier. Und jetzt werden wir hier einfach mal den Motor anschließen. Das ist jetzt ein ganz normaler Gleichstrommotor. Der hat, ja, was nimmt der? Der nimmt so in etwa 300 mA, also im Leerlauf, da ist nicht viel was dahinter. Und wir hören da schon, der läuft. Jetzt dreht er zurück. Dreht wieder vor. Dreht wieder zurück.
dreht da wieder umgekehrt. Ja, und somit ist eigentlich das Thema erledigt. Das ist die Schaltung, die ihr braucht, die ihr nachbauen könnt. Und somit könnt ihr jetzt einen Motor mit BWM regeln und oder steuern mit BWM. Und auch die Drehrichtung, die könnt ihr dann auch steuern, dank dieser H-Brücke. Was ich euch noch kurz zeigen möchte, ist hier ein kleiner Belastungstest. Ich habe jetzt hier mal zwei Lastwiderstände zu je 10 Watt angeschlossen. Wir sehen hier, der Strom steigt bis auf knapp 1 Ampere. Das ist jetzt hier für die Schaltung überhaupt nichts. Ich gebe trotzdem jetzt hier nochmal zwei Widerstände dazu. Dann verdoppelt sich das Ganze und wir gehen auf knapp 2 Ampere kurzzeitig. Und was ich euch hier damit zeigen möchte, ist, dass diese Schaltung schon einiges an Strom schalten kann. Und bei 2 Ampere, da kann man dann auch schön testen, hier bei den MOSFETs, da darf nichts warm werden. Also die sind jetzt wirklich eiskalt. Wenn da aber schon was warm wird, dann habt ihr irgendwo einen Fehler, dann schaltet irgendwo was nicht korrekt ab. Aber wir sehen auch hier am Oszilloskop schön, also die Schaltung, das funktioniert wirklich hervorragend, das sieht schön aus. Nur mal so einfach für euch, dass ihr das seht. Also auch mit mehr Strom funktioniert diese Schaltung. Wir haben ja hier den kleinen Motor angeschlossen. Ich zeige euch jetzt trotzdem noch etwas. Auch hier nochmal mit größeren Motoren das Ganze funktioniert. Das ist jetzt ein etwas größerer Motor als der hier. Braucht im Leerlauf, ja, ich glaube so ein halber Ampere fließt hier schon. Können wir auch hier, schließen wir am besten gleich parallel dazu. Dann haben wir hier noch mehr Belastung drauf. Und ihr seht auch, oder man hört es auch, dass dieser Motor hier sehr schön läuft. Und was jetzt interessant ist hier am Oszilloskop, man sieht hier eine Spannung dazwischen oder dass hier die Flanken nicht ganz abschalten. Und das ist einfach, weil hier der Motor ja zurückgibt. Das heißt, wenn hier die Spannung weg ist, dann fungiert der eigentlich als Generator. Deswegen sieht das jetzt hier etwas merkwürdig, sage ich mal, aus, aber das passt auch schon so. Und auch hier eiskalt bei 2,5 Ampere, was wir jetzt hier Belastung haben, fast 3 Ampere. Also die Schaltung, da bin ich wirklich sehr zufrieden mit der Leistung. Eine letzte Sache zeige ich euch noch, aber die ist wirklich gefährlich. Hier habe ich einen Transformator. Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt, Wechselstrom. Ist kein Gleichrichter drin, also eigentlich ist hier nur eine Spule drinnen. Und den Transformator schließen wir jetzt mal umgekehrt an. Das heißt, hier keine 230 Volt, sondern wir geben auf der 12 Volt Seite Wechselstrom raus. Ich habe den Arduino etwas umprogrammiert. Ihr seht das auch hier. Wir haben hier 49 Hertz und wir haben jetzt hier ein Rechtecksignal. Und jetzt gebe ich hier das Messgerät. Hier mit den Messspitzen gehe ich jetzt hier mal rauf auf diesen Trafo. Und jetzt gebe ich hier der Spule einmal eine Spannung und wir haben 230 Volt, also weil wir das Ganze rückwärts haben. Das heißt, diese Schaltung ist auch wirklich der Basisbaustein hier von einem Wechselrichter. Macht mir nur einen Gefallen und baut bitte nicht diesen Wechselrichter nach. Der ist einfach altmodisch, der ist schlecht. Früher hat man das aber so gemacht, da hat man halt einfach eine Rechteckspannung genommen und fertig war. Heute, wo die Halbleiter eh schon so günstig sind, da kann man das Ganze auch schon mit BWM steuern. Das heißt, man kann mittels Pulsweitenmodulation eine Sinuskurve erzeugen. Das geht, da kommt man schon recht gut hin. Und vor allem brauchen wir auch noch Filter. Das heißt, wir brauchen Kondensatoren, wir brauchen Spulen, die Kondensatoren glätten die Spannung, die Spulen glätten den Strom und das müssen wir dann halt zu so einem Filter zusammenbauen. Wenn euch das Thema aber interessiert, können wir uns gern mal das Ganze anschauen, dann bauen wir halt mal so einen Wechselrichter, der halt aus 12 Volt 230 Volt macht. Können wir machen. So generell, wir sind jetzt mal am Ende mit dieser Schaltung. Ich denke mal für die meisten, für die Modellbauer und so ist es schon ausreichend. Es gibt aber auch fertige H-Brücken, es gibt so Module für den Arduino. Weiß nicht, ob man das hier so sieht. Und es gibt auch hier das Bauteil selbst, also die H-Brücke als Standalone. Das ist dann hier wirklich so ein einzelner Baustein und das ist auch eine vollwertige H-Brücke, die genauso ist, wie ich euch jetzt hier gezeigt habe. Wir können uns das Thema aber mal anschauen, diese fertigen Brücken, wie die funktionieren und was die Bauteile hier noch machen oder was vielleicht besser oder schlechter ist jetzt hier zu meinem Aufbau. Und für euch ganz wichtig,
was ich immer gesagt habe, oberstes Gebot, immer nur diagonal schalten, ja nicht hintereinander, weil dann knallt es mal ordentlich, sichert euch das Ganze auch entsprechend ab, das ist wichtig. Und man könnte auch hier eine Sicherheit einbauen, indem man sagt, naja, man baut ein XOR-Glied ein oder so, wäre möglich. Das heißt, dass man gar nicht erst die aufeinander diese Transistoren durchschalten kann oder diese MOSFETs, also dass man immer nur diagonal schalten kann und nicht übereinander. Könnte man machen, macht euch mal darüber Gedanken, kein Problem. Und eine Sache, die sich jetzt vielleicht auch noch einige denken, wir haben ja hier 4 Pins und wir steuern ja immer 2 zeitgleich an. Warum lege ich hier nicht beide Transistoren auf ein BWM-Signal rauf? Das heißt, ich brauche hier vom Arduino oder vom Mikrocontroller aus nur 2 Ausgänge anstatt 4. Ich sage mal so, grundsätzlich funktioniert das. Und ich denke auch, wenn ihr mit Arduino, mit dieser BWM-Frequenz, das sind glaube ich 490 Hertz oder so standardmäßig, mit die funktioniert das, da könnte man das machen. Aber man geht ja meistens her und macht ja High-BWM, weil 490 Hertz ist ja ziemlich niedrig. Das ist ja das, wo auch die Motoren so summen und so. Da geht man ja dann auf eine viel höhere Frequenz. Und ihr werdet sehen, ich habe es leider vergessen, jetzt in dem Video zu zeigen, wobei es passt eh, weil sonst jetzt wieder so lang steht hinter der Kamera mein Funktionsgenerator. Dann hätte ich euch mal gezeigt, wenn man hier mal High-BWM macht, dass dieser B-Kanal-MOSFET schon schneller abkratzt als wie hier der N-Kanal-MOSFET in der Schaltung, wie ich das jetzt hier habe. Deswegen empfehle ich es nicht, wobei ich sagen würde, jetzt hier für den Aufbau wird sogar funktionieren. Auch vom Arduino-Pin aus durch die Vorbeschaltung hier vom B-Kanal-MOSFET, auch der Strom am I.O.-Pin wäre hier gering. Also theoretisch würde es funktionieren, ich praktisch würde es nicht so machen, also ich würde so machen, wie ich es euch gezeigt habe. Und generell jetzt noch dieses Thema, wir haben ja gesagt, normalerweise diese Hochleistungsschalter, da sind ja 4 N-Kanal-MOSFETs drin. Und das ist ja das, was ich auch bauen möchte, wo ich auch euch auch am Laufenden halten werde. Problem, was wir hier haben, sind die Potenziale. Denn so wie wir jetzt hier haben, wir haben hier unten die N-Kanal-MOSFETs, das passt, das funktioniert. Und wir haben oben die B-Kanal-MOSFETs, funktioniert auch. Wenn ich jetzt hier mit dem N-Kanal-MOSFET auch hinaufgehe, das heißt, die 2 B-Kanal werden durch einen N-Kanal ersetzt, dann habe ich das Problem mit dem Potenzial, weil wir wissen ja, das habt ihr ja bereits gelernt oder auch gesehen in dem anderen Video zum Thema MOSFETs, wir brauchen ja immer einen Potenzialunterschied zwischen dem Gate und dem Source. Und bei den N-Kanal-MOSFETs ist es ja so, dass die Gate-Spannung über der Source-Spannung liegen muss. Jetzt habe ich hier schon meine 12 Volt, das heißt, damit der wirklich durchschaltet, wenn es jetzt ein IRL ist, brauche ich mindestens 5 Volt, wenn es ein 5 Volt IRL ist natürlich, brauche ich dann 5 Volt über 12 Volt, das heißt, ich bräuchte 17 Volt, damit ich hier die oberen N-Kanal-MOSFETs durchschalten kann, weil der Pluspol, die 12 Volt, das wäre ja, ja, Masse ist nicht der richtige Ausdruck, aber das wäre eigentlich so gesehen der Minuspol zu den oberen Transistor und das ist so ein bisschen das Problem, die Potenziale. Und wenn man das nicht macht oder wenn man das genauso nachbaut, wie ich es hier habe, dann merkt man hier schnell, dass mal die Transistoren ganz schön heiß werden. Ist auch ein Indiz dafür, dass was nicht passt. Deswegen der Grund, warum man hier oder warum ich das hier jetzt noch nicht so verwendet habe. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel noch die ganz normalen IRF-MOSFETs hättet, dann bräuchtet ihr sogar 10 Volt. Das heißt, ihr bräuchtet 22 Volt am Gate, damit der hier wirklich vernünftig durchschaltet. Und das ist eigentlich so das Hauptthema, warum ich jetzt hier nicht auf dieses 4-Quadranten-Prinzip mit N-Kanal-MOSFETs eingegangen bin, sondern das machen wir in einem extra Video, denn da ist noch einiges an Elektronik mehr notwendig. Aber für wirklich für diese High-Power-Schaltungen für 100 Ampere und noch mehr mit den N-Kanal-MOSFETs, da braucht man das. Es ist einfach so, wenn man mich jetzt fragt, was ist besser, N-Kanal-MOSFET, B-Kanal-MOSFET, das ist ganz klar der N-Kanal. Erstens mal ist er günstiger, von der Produktion her ist er weniger aufwendig und er ist auch stärker, weil die B-Kanal-MOSFETs, die hören, glaube ich, so bei 20, 30 Ampere auf. Wahrscheinlich gibt es auch schon mittlerweile stärkere, aber generell der B-Kanal-MOSFET ist gegenüber dem N-Kanal immer der schlechtere und auf den sollte man eigentlich verzichten. So, jetzt aber genug. Im nächsten Video, es wird wieder so um ein ähnliches Thema gehen und ich werde euch hier auf jeden Fall am Laufenden halten. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns, euer Alex, ciao. Ach ja, und nicht vergessen, wer noch nicht abonniert hat, jetzt aber schnell.